Guten Morgen, Trader, und herzlich willkommen zum aktuellen Handelstag Mittag. Wir haben Mittwoch, dritter Handelstag der Woche. Wir sprechen heute über Gold, britisches Pfund, Kanadadollar und Neuseeland-Dollar, Singapur-Dollar. Bitte heute nicht wundern, wir haben hier gerade eine etwas andere grafische Versorgung. Der Ton klingt auch ein bisschen anders. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Ich hatte kurzfristig einen Bluescreen im Windows an meinem Hauptrechner und deswegen läuft das Ganze jetzt hier über mein Backup-System. Ja, das brauchen wir Trader halt auch. Man muss halt wissen, wie man arbeitet, wenn eins ausfällt, in der Hoffnung, dass das zweite hält. Bis jetzt geht's hier gut. Wie schon gesagt, Ton ist heute etwas anders. Ich denke, morgen wird wieder alles ganz normal laufen. Also da wäre es mal nett, wenn ich kurz eine Rückmeldung bekomme. Die Daten, die ich hier sehe, da müsste eigentlich vom Ton her alles gut klappen. Also von der Seite her machen wir einfach mal weiter. Gut, guten Morgen alle zusammen. Ja, Fragen wie immer natürlich sehr, sehr gern. Elena, du schreibst gerade, es passt alles. Das ist wunderbar, hervorragend. Das heißt, wir machen einfach weiter, bevor wir in die Handelsideen reingehen. Natürlich wie immer der wichtige Risikohinweis, den bitte ich hier an dieser Stelle auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das sagen wir dazu. Also, das passt und wir machen weiter mit den Tagesnachrichten. Heute einiges aus den USA. Um 13 Uhr gibt es den OPEC-Monatsbericht. Öl momentan auch wieder schön am Aufwärtslaufen. 14.30 Uhr gibt es dann aus den USA den Erzeugerpreisindex, die Kernrate und den Index für den Monat August. 16.30 Uhr dann die Rohöllagerbestände. Also soweit mal zu den wichtigsten Nachrichten. Und wie schon gesagt, morgen haben wir Donnerstag, da ist EZB-Tag. Der DAX preist sehr, sehr viel momentan auch ein. Von der Seite her schauen wir einfach mal, was wir hier an dieser Stelle dann auch genannt haben zu bekommen oder zu sehen, was die EZB alles macht. Der DAX, wie schon gesagt, der preist aktuell einiges nach oben mit ein. Und ich würde sagen, nachdem wir das besprochen haben, gehen wir einfach mal in die Charts hinein. Bitte hier an dieser Stelle jetzt auch nicht wundern. Die ganzen Grafiken sind natürlich jetzt noch nicht so aufbereitet, wie ich das im Blog-Eintrag schon gemacht habe. Das heißt, an dieser Stelle gehen wir einfach mal live rein. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, weil dann sieht man auch mal, wie ich das Ganze in der Vorbereitung mache. Hat also auch wieder so ein bisschen edukativen Part hier an dieser Stelle von der Seite her. Ja, schauen wir uns das an. Starten wir mit dem Währungspaar zunächst erstmal hier mit dem Neuseeland-Dollar, US-Dollar momentan. Sehr, sehr interessant, was hier zu sehen ist. Was sehen wir im großen Bild, wenn wir es uns mal ganz kurz anschauen? Ich zoome es mal etwas zusammen. Also wir haben im ganz, ganz großen Bild, wir sehen es ja hier, der letzte Abwärtstrend ist rausgenommen mit einem megamäßigen Schub nach unten. Das übergeordnete Bild, wenn wir uns das mal auf Wochenbasis anschauen, ist auch eher abwärts gerichtet. Also hier kann man sehr, sehr schön halt auch sehen, den entsprechend laufenden Abwärtstrend, den wir hier auf Wochenbasis auch haben. Kleinen Augenblick, ich mache mal die Grafik noch ein bisschen besser. Das heißt, wir haben übergeordnet weiterhin das abwärtsgerichtete Bild auf den großen Zeiteinheiten hier. Ich scanne es einfach mal ein. Und dieses Bild ist das Bild, was wir jetzt aktuell auch sehen im Tageschart. Nur, dass sich die letzte Bewegung in der Woche nicht wie sonst immer, wie wir das hier sehen, schön trendförmig nach unten geschoben haben, sondern das war einfach ein Riesenrutsch nach unten. Wir sehen es hier, in diesem letzten Wochenschub nach unten hat sich auch untergeordnet hier ein Abwärtstrend ausgebildet. Und dieser Abwärtstrend ist halt hier dafür auch federführend und wie schon gesagt, dessen letzte Bewegung ist halt in einem ziemlich starken Rutsch nach unten gekommen und ist nun in die Korrektur gelaufen. Ja, ich bin ja gleich fertig, also hier der letzte Rutsch. Jetzt gehen wir wieder zurück in den Tag, das ist dieser starke Schub nach unten mit reingelaufen. Und hier stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kann das Ganze hier an dieser Stelle auch weitergehen? Und das ist relativ gut zu beantworten, indem wir einfach mal schauen, was bildet sich denn hier und wo bildet sich denn etwas aus? Heißt also, wenn wir mal schauen, hier in diesem Bereich haben wir definitiv mal einen Widerstand. Der kommt aus der großen Woche, das habe ich ja gerade gezeigt. Also wenn ich es nochmal kurz zusammenzoome hier auf die Woche, wir sehen es hier.
Hier an dieser Stelle hat sich der Aufwärtstrend der Woche also abgesetzt, dieser große, hat sich hier an dieser Stelle fortgesetzt, das untergeordnete Bild hier ebenfalls. Aus diesem Grund ist das schon eine relevante Marke. Und diese relevante Marke, die können wir sogar noch weiter mit nach drüben ziehen, die hat halt auch im Vorfeld schon im Jahr 2015 mal eine Rolle gespielt. Das heißt, wir sind hier gut und gerne auf dem Weg in dieses Jahrestief, was wir im, was war es gewesen, August oder Juni oder Juli, was war es gewesen hier? Im August hatten wir hier das absolute Tief im Jahr 2015. In diese Richtung könnte das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar durchaus steuern. Aber noch sind wir nicht da. Hier ist es interessant zu sehen, was aktuell passiert. Und zwar sehen wir hier oben so eine Umkehrformation, die sich hier an dieser Stelle ausbildet. Und das ist interessant zu sehen. Das heißt, hier oben kommt so langsam aber sicher im Widerstand Schwäche rein. Das heißt, eine Entladung dieser Situation nach unten könnte durchaus dafür sorgen, dass wir relativ zügig wieder hier unten reinlaufen in Richtung des aktuellen Trendtiefs, also hier unten um diese Marke. Ich mache das mal ganz kurz grün, damit wir hier an dieser Stelle auch wissen, worum wir oder worüber wir sprechen. Das heißt, das ist das aktuelle Support-Level. Hier unten ist der Trend sozusagen am Tief gewesen. Auch da zeichne ich mal noch eine Linie rein hier unten. Also das Trendtief haben wir irgendwo hier unten um die Marke von 0,627. Und bis dahin können wir gut und gerne ein deutliches Stück nach unten laufen. Und hier haben wir auch an den Tagestiefs gute Anlaufpunkte. Heißt an dieser Stelle, die sollten wir auch im Auge behalten, weil das sind natürlich auch Marker, die wir in dem Stundentrend gut erkennen können, weil der Stundentrend ist ja der Trend, der sich hier dahinter entsprechend verbirgt. Das wäre auf der Unterseite mal zu sehen. Wir schauen mal eben kurz in die Stunde rein. Hier einen kurzen Augenblick etwas größer machen. So, also hier oben sehen wir so leicht diese Abwärtstendenz. Das heißt, wir haben ganz leicht fallende Hochkurse und mittlerweile ganz leicht fallende Tiefkurse. Und wenn man das jetzt mal sieht, würde sozusagen eine weitere Fortführung, ein Bruch durch die Unterseite, die Option offen halten, dass wir wieder runterlaufen sozusagen in die tieferen Regionen. Und da sehen wir halt die Anlaufpunkte schön hier an den entsprechenden Tiefs im Trendverlauf. Das heißt, der nächste Anlaufpunkt, den wir hätten, wäre mal hier diese Marke um die Bereich von 0,63637 hier unten. Das wäre der nächste Anlaufpunkt. Einen weiteren hätten wir dann hier unten an dieser Stelle. Auch da wieder die Linie kurz rein, hier unten rein. Ungefähr die Marke 0,63,26, die wir hier haben. Und dann geht es schon relativ fix nach unten hin. Dazu brauchen wir aber natürlich die Fortsetzung der ganzen Geschichte hier. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Das ist noch nicht entschieden. Ja? Heißt also an dieser Stelle, wenn man sich es mal grob anschaut, das hier oben, das war ja der letzte Schub im Aufwärtstrend der Stunde. Ja? Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann haben wir hier oben jetzt aktuell halt etwas wie eine leichte Flagge. Die ist zwar abwärts gerichtet an sich da, aber diese kann sich im Rahmen der Stunde doch noch nach oben auflösen. Ja, das heißt, wenn wir hier nicht den Bruch nach unten bekommen und diese Seitwärtsphase sozusagen ins bärische Niveau hinein eingelöst wird oder aufgelöst wird, dann müssen wir einfach mal schauen, wo kann denn jetzt die Auflösung nach oben weitergehen. Das heißt, kommt hier eher der Schub zur Oberseite hin, dann müssen wir uns auch nach oben hin orientieren. Heißt also an dieser Stelle, der nächste korrektive Anlaufpunkt wäre mal hier am Ausbruchlevel dieses Trends, also von dem, der hier nach unten läuft. Und das wäre dann selbstredend eine andere Marke. Haben wir höhere Kurse auch zu erwarten. Hier haben wir es dann unten, das ist so der Preisbereich in etwa um die 0,65. Das ist der Bereich, den wir hier in dieser Zone haben. Das ist der Anlaufpunkt sozusagen hier zur Oberseite, sollte der Markt tatsächlich über die Oberseite dieser Geschichte rauslaufen. Das heißt, wenn wir hier tatsächlich nur eine hohe Flagge sehen, also mit bullischem Charakter an dieser Stelle und sich das in der Stunde nicht nach unten auflöst, dann wäre das hier ein Signal für die Trendfortsetzung zur Oberseite hin. Und dann ist der nächste Anlaufpunkt, wie schon gesagt, hier das Ausbruchslevel, was wir hier haben, aus diesem Abwärtstrend heraus, den ich gerade in dem Tag entsprechend auch gezeigt habe. Also hier hatten wir die Fortsetzung. Das wäre dann mal der nächste Anlaufpunkt über die Oberseite. Gut, das passt. Nächster Wert, britisches Pfund, Kanadadollar. Auch das Ganze hier im Tageschart erst einmal zu sehen. Und hier ist vor kurzem etwas geschehen, das ich sehr, sehr interessant fand. Aber wenn wir uns mal kurz das große Bild anschauen, wir sehen es hier.
die große Dynamik der Woche, der lief ja massiv stark nach unten, ohne wirklich große Pausen in der Woche. Jetzt sind wir allerdings hier auch in der Woche schön nach oben gelaufen. Und im Tag ist jetzt eine interessante Situation herausgearbeitet. Die skizziere ich hier gleich nochmal ein an dieser Stelle. Hier, ich mache einfach mal kurz noch die letzten Haken dieser Abwärtsdynamik, weil dort hat der Markt uns schon ein trendiges Verhalten gezeigt, wo wir auch sehr, sehr gut sehen können, wo das Ganze, wo der Abwärtstrend zu Ende ist. Und das ist auch das, was ich im Blog geschrieben hatte und auch dort skizziert hatte, ist dieser Bereich hier. Also hier über diese Marke ist der Markt ja schon drüber gestiegen. Das heißt, der Abwärtstrend, der ist gebrochen. Wir haben schön die erste Dynamik hier nach oben gesehen. Also hier, das war sozusagen die Bewegung, die diesen Trend, diesen alten Abwärtstrend rausgenommen hat. Und die ist jetzt in die Korrektur gelaufen. Und was haben wir hier gesehen? Wir haben hier unten ein höheres Tief gesehen. Das heißt, wir haben einen Abwärtsbruch. Wir haben hier oben das Hoch dieser Zwischenbewegung. Wir haben aktuell ein höheres Tief. Und jetzt kommt es halt drauf an, schafft es der Markt nach oben zu laufen? Das heißt, wenn wir hier das Tief gesehen haben und wir sehen die dynamische Fortsetzung dieser Aufwärtsbewegung hier an dieser Stelle, das pausiert gerade leicht etwas, dann haben wir die Chancen, hier nach oben zu laufen. Wichtig ist halt, dass wir hier oben dieses Level überschreiten. Das heißt, diese Marke müssen wir rausnehmen. Das ist sozusagen, solange wie es nicht überschritten wurde, ein Widerstand. Und da muss der Markt drüber. Und wenn er da drüber ist, dann haben wir gute Karten, dass wir zunächst erstmal hier oben an dieses Korrekturhoch ranlaufen. Marke hier ungefähr 1,64375. Und wenn er das auch noch wuppt, dann ist bis nach oben hin erstmal viel, viel, viel Luft. Ne? Also Marken, die wir hier liegen haben, wo der Markt durchaus dann ranlaufen könnte, mittelfristig, wären selbstverständlich erstmal hier so leichte Hochpunkte, die wir sehen würden. Das heißt, hier, das sind so Marker wie hier, wie Anhaltspunkte, wo wir einfach mal kurz in eine leichte Korrektur gefallen sind. Ein starker Anlaufpunkt, das ist das, was wir besser sehen können, ist die Marke hier oben. Da gab es tatsächlich mal etwas Aufhaltspunkte. Also das sind so Punkte, die wir durchaus sehen. Der starke Schub hinterlässt halt nicht ganz so viele Spuren. Aber wir haben dann nach diesem Korrekturhoch hier auch weiteres Potenzial noch mit über die Oberseite laufen. Und wer das Ganze mal etwas zusammenzoomt, der sieht es auch schon. Es ist gar nicht so leicht, hier die Anhaltspunkte hier zu finden, wo man da auch noch schauen kann, wären weitere Widerstände, also Dinge, die mal Unterstützung gewesen sind. Und wenn wir uns das mal anschauen, hier ist schon ein relativ großes Band auch noch oben drüber, wo Marker liegen hier an dieser Stelle. Also wir haben oben hin einiges, was liegen kann, was wir abholen können, wo wir zumindest Zielmarken in den Raum mitlegen können. Das wäre dann mal interessant zu sehen, wie die Märkte reagieren. Aber zuvor brauchen wir natürlich erst einmal die Bestätigung, dass der Markt nach oben will, heißt also, wir müssen warten auf die Aufwärtstrendbildung. Das ist hier eine Situation, die könnte leicht im Gange sein. Hier haben wir schon mal eine Umkehrkerze gehabt. Der Markt hält sich hier momentan auch auf relativ stabilem Niveau. Und wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde auch anschauen, dann sehen wir auch das, was wir am Tag sehen. Heißt halt hier, wir haben einen schönen Schub nach oben erst einmal gesehen. Das war diese erste Umkehrkerze. Seitdem läuft sie ein bisschen runter. Kleinen Augenblick, ich ziehe es mal enger zusammen, da kann man es besser sehen. Also das war der erste Aufwärtsschub hier. Dieser letzte Schub nach unten ist weit korrigiert worden. Hier wurde sogar mal kurz unten angespiked, das Tief hier. Und jetzt wäre es halt schön zu sehen, dass wir positive Dynamik bekommen. Das heißt, dass wir hier aus diesem ersten Schub nach oben es halt schaffen, von unten rauszukommen und in der Stunde wieder schön nach oben zu trenden. Und dann haben wir gute Karten, oben drüber rauszulaufen und in Richtung der Aufwärtsdynamik dieser trendbrechenden Bewegung im Tag rauszuschieben. Das ist das, was uns der Chart vom britischen Pfund Kandollar an dieser Stelle auch, sage ich mal, verrät. Und damit gehen wir in das dritte, ja, sage ich mal, in die dritte Idee, in die dritte Chartbesprechung für heute rein. Und das ist der liebe Goldpreis. Hier hatte ich persönlich gestern schon eine Order drin liegen. Als wir tagsüber hier in diesem Supportbereich, den wir hier drin liegen haben, ja, sage ich mal, schon mal tendenziell ein bisschen hochgelaufen sind, aber da hat der Markt mir nicht den Gefallen getan. Nichtsdestotrotz, die Chartsituation ist immer noch genau die gleiche wie gestern. Das heißt, an dieser Stelle ist es immer noch so, dass wir hier, Moment, kleinen Augenblick, ich brauche das Zeichentool, dass wir hier in diesem Bereich eine Unterstützungszone haben. Und diese Unterstützungszone kann halt gut und gerne dafür sorgen, dass wir wieder steigende Notierungen sehen. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen,
Wir haben zwar hier zwischenzeitlich eine Marke im Chart rausgenommen, sind nach unten gelaufen, aber dieses Level hier um die Marke von knapp 1492 Zählern, das ist halt ein Low-Bereich hier unten, wo wir ordentlich Unterstützung bekommen haben. Und genau da notiert der Markt ja drinnen. Und hier, wenn wir tatsächlich etwas positive Bewegung bekommen, dann haben wir Chancen, den Weg nach oben ein Stückchen mit reinzugehen. Im kurzfristigen Bereich haben wir hier die Tageshochs liegen, die markiere ich einfach mal ganz kurz. Also die Dinge, die hier wichtig sind hier, das ist das Tageshoch von gestern und im weiteren Verlauf, wenn wir weitere Anstiege bekommen, dann können wir uns auch weiter an den höheren Tageshochs bedienen. Das heißt hier die Marke von 1500, knapp 1515, beziehungsweise gehen wir mal noch auf das dritte Hoch, je nachdem wie die Ausdehnung wird, haben wir hier den Markt liegen um den Bereich um die 1527, 1530. Also das ist mal die Hochsbereichs, die wir hier durchaus anliegen haben, wenn wir es hier schaffen, oben reinzugehen. Sollte der Markt allerdings wieder mit Schwäche aufwarten, das heißt tatsächlich diese gesamte Aufwärtsdynamik erstmal tiefer korrigieren, und das Potenzial ist ja durchaus da, wenn wir mal sehen, was hier in der Woche passiert ist, wie stark diese Schübe gewesen sind, da ist schon noch einiges an Luft mit da. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wo kann man denn hinlaufen? Und das ist auch hier an dieser Seite interessant. Wir hatten einmal hier um die Marke von 1430, 1435 hier einen Bereich, den wir erstmal immer so ein bisschen angetestet hatten und dann auf Wochenbasis hochgegangen sind. Das wäre das eine. Das zweite, was wir hier unten sehen, ist der Supportbereich hier unten aus der trendigen Bewegung. Das ist der Bereich um die 1385, also hier unten so in diesem Bereich, was dieses kleine Low da unten gewesen ist. Das sind durchaus Anlaufpunkte, die der Markt jetzt offen hat, ohne das große Bild der Woche in irgendeiner Art und Weise zu beschädigen. Und das ist halt wichtig, dass wir hier auf die Woche schauen, weil wir hier halt aus dieser großen, weit, weit laufenden Dynamik rausgekommen sind. Und wir müssen hier sogar nochmal deutlich höher an dieser Stelle mit schauen. Wenn wir uns das Ganze mal auf Monatsbasis anschauen, dann sehen wir halt hier im Großen irgendwo in diesem Bereich eine Art Schulterkopf-Schulterformation in der inversen Geschichte. Das heißt, das ist mal eine Monatsbasis, die wir hier haben. Und wir hatten hier auf Monatsbasis diese Neckline und die haben wir hier natürlich in diesem Bereich gehabt. Und da hat der Markt das Ganze rausgenommen. Und da sehen wir halt, da das auf Monatsbasis kommt, können natürlich auf der Tagesbasis auch immer mal tiefere Korrekturen kommen, ohne das Gesamtbild auf der Monatsbasis zu zerstören. Und wenn wir hier mal sozusagen den Measured Move einfach mal nehmen, das heißt, wir messen einfach mal von hier oben nach hier unten aus, hoppala, kleinen Augenblick, das war natürlich das Falsche, was hier reingekommen ist, bitte einmal löschen. So, ich wollte eigentlich das haben. Also wenn wir da mal kurz ausmessen, von der Nackenlinie, welches Potenzial entsprechend auch da ist, dann können wir mal sehen, das Potenzial ist längst noch nicht ausgereizt, sondern wir haben schon noch etwas Luft nach oben. Wenn man das mal sagt, wir können durchaus hier oben in die Marke von, müssen wir mal kurz gucken, wo wir hier reingelaufen sind, ungefähr ganz grob hier oben haben wir liegen. Naja, 1750 Dollar sind aus dieser Ausmessung hier unten durchaus drinnen, und da ist schon noch ein bisschen Platz. Ja, das muss man einfach mal für die langfristige Planung mit im Auge behalten, was am Potenzial zumindest noch da ist. Gehen wir jetzt nochmal zurück zum Tageschart. Da sehen wir natürlich, wenn sich diese Korrekturphase nach unten entlädt, ja, wie schon gesagt, hier haben wir die ersten beiden kurzfristigen Anlaufmarker. Nach unten hin ist dann auch noch einiges am Potenzial da. Also das können wir für das kurzfristige Trading schon durchaus ohne Probleme mit zum Laufen nutzen und das Ganze nach unten oder oben traden. Kleiner Blick natürlich wie immer in die Stunde, und wir sehen es, die Stunde läuft hier weiter abwärts gerichtet. Es ist also weiter die Shortseite aktiv. Die Umkehr hier unten brauchen wir tatsächlich, wenn sie kommt, dass wir das Korrekturhoch hier aus diesem Abwärtstrend erst einmal rausnehmen. Das wäre auch der erste Anlaufpunkt jetzt mal für die nächste Aufwärtsdynamik. Das wäre dann eine sehr, sehr tiefe Korrektur, und wenn wir hier oben dann tatsächlich um die Marke von 1500 Dollar Stärke reinbekommen, dann haben wir die Chance, weiter ein Stück weit nach oben zu laufen, und das müssen wir uns einfach entscheiden lassen vom Markt, wo es hingeht. Also das mal die Szenarien hier im Gold. So, jetzt schaue ich mal kurz rein, ob ich Fragen habe. Fragen sehe ich jetzt keine, zumindest nicht im GoToWebinar. Ich screen noch mal kurz auf Facebook durch, ob ich da Fragen sehe.
Nein, das passt, alles klar. Dann sage ich mal danke wieder für die Zeit heute. Allen gute Trades. Ich muss mich jetzt leider erstmal um meinen Trading-PC kümmern. Von der Seite her sage ich mal allen gute Trades. Wir sehen und hören uns morgen wieder. Also ich hoffe zumindest, dass wir uns morgen auch wieder sehen. Um 8:30 Uhr hier im Live-Webinar in der Marktbesprechung. Den Blog-Eintrag gibt es wie immer vorher. Bis dahin, gute Trades und tschüss.